herzlich willkommen beim Tienchen. Ich habe heute ein kleines Kraftupdate für euch und zwar ein neues Mini-Album. Und es ist ein Mini-Album für Männer, sage ich jetzt mal so, oder für Technik- und Werkzeugbegeisterte Frauen. Und ich habe mich orientiert an diesen Fühl- und, wie nennt man das, diese Alben, die es da für kleine Kinder gibt, wo man irgendwas Interaktives tun kann. Also entweder etwas Haptisches oder etwas 3D-mäßiges oder wo irgendetwas passiert. Und zwar wollte ich diese ganzen schönen Pop-up Karten, die es da so gibt, mal diese ganzen Effekte mal in einem Album verewigen. Und der Gedanke da war eigentlich, also der Vater des Gedankens war eigentlich, dass der Freund von meiner Cousine, der einzige bei uns in der Familie ist, der sich für meine Sachen interessiert, der ist da immer total begeistert und dem gefällt es super. Und das war eigentlich der Grundgedanke, mal was zu machen für einen Mann, wo etwas passiert. Ich habe hier verschiedene Papiere verarbeitet und das Hauptding an diesem Album, es ist eigentlich, also außer dass es wahnsinnig schöne Papiere sind, hier ist der Rücken und hier ist es die Rückseite, außer dass es wahnsinnig schöne Papiere sind, hat es eigentlich eine ganz unspektakuläre Größe, also so wie ich es normalerweise immer mache. Also wenn ich 15x15 Papiere habe, mache ich die Alben 16x16. Um da so ein bisschen Rand außen zu kriegen. Es hat 4 Seiten und es ist mit Effekten. Also wenn ihr das hier aufmacht, ist es hier einfach nur mit so einem, naja, also so viel von diesen männlichen Papieren, sage ich jetzt mal, hatte ich nicht. Da habe ich jetzt einfach nur Schrift benutzt. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Werkzeug zu tun oder so. Aber ich habe also diese Pop-up-Effekte, die man normalerweise von Karten kennt, habe ich hier verarbeitet. Auf der ersten Seite geht es schon los und zwar ist das hier, seht ihr, ihr habt Platz durch die Bindung, auch für solche dicken Sachen. Und zwar verlinke ich euch die Videos von den YouTubern, bei denen ich diese Anleitung zuerst gesehen habe. Ich kann also nicht sagen, wer die erfunden hat, wie alt die sind oder woher die kamen. Die Anleitungen verlinke ich euch unten, wo ich sie gesehen habe. Und das zum Beispiel habe ich als erstes bei der lieben Jule gesehen. Ich habe hier also eine Banderole eingefügt, die das Ganze festhält, die man hier mit so einem kleinen Klettverschluss aufmachen kann. Und die Banderole habe ich unten festgeklebt. Und dieses Element hat die Jule als Karte, glaube ich, für ihren Papa gebastelt. Sie hat es kleiner gemacht und ich habe es an meine Seite angepasst. Und bei mir ist es etwas größer. Und ich habe hier so ein Brett mit einem Pfeil angebracht, damit man weiß, hier muss ich was tun. Also ich nehme hier diesen Brett mit dem Pfeil und falte das auf und bekomme hier, das ist ein ganz tolles Papier, das hat mir die Rose mal geschickt, mit dieser Weltkugel. Und es ist aber auch noch wie embossed, also es hat noch so einen schönen Glanzeffekt. Das kann ich also hier so aufklappen, das passt mir gar nicht unter mein Stativ. Das sind also 3 Teile, die ineinander geklebt werden. Mit der Größe könnt ihr da variieren. Also die Anleitung, die die Jule gemacht hat, ist etwas kleiner. Ich habe es etwas größer gemacht, angepasst an meine Seite. Das ist der erste Effekt. Das falte ich dann hier wieder so zusammen und dann mache ich meine Banderole zu und dann hält es wieder. Dann geht es hier weiter. Auf der Rückseite habe ich jeweils einfach nur so eine, also mit meiner Wellenstanze, mit meinen Dice, hier so einen kleinen Berg, also so eine Welle reingemacht und habe eine Fotomatte reingemacht. Ob das jetzt irgendeine Verwendung finden wir, dieses Album. Ich wollte einfach diese Effekte da mal verarbeiten in einem Album. Hier ist so eine Fotomatte drin, jeweils auf der Rückseite und auf der Vorderseite sind immer diese Effekte. Diesen Wasserfall habe ich als erstes gesehen bei Liebesfuchs. Wie gesagt, die Videos verlinke ich euch unten, da könnt ihr gucken, wie das geht. Und den würde man normalerweise andersrum rausziehen, also man würde nach unten ziehen und ich habe es aber verkehrt rum aufgeklebt, haha. Und habe es deswegen einfach umgedreht. Und man kann jetzt oben ziehen. Also ich habe das hier mit so einer kleinen Büroklammer festgemacht, damit es auch hält. Und
habe hier einen Pfeil drauf gestempelt, damit man sehen kann, man soll da etwas tun. Und wenn ihr da zieht, auf der Rückseite habe ich es noch bestempelt, jeweils hier mit einer Uhr und mit so einem Füllfederhalter. Und hier ist so eine kleine Brille drauf und die Papiere. Und wenn ihr das wieder reinschiebt, dann ist es wieder zu. Also der Wasserfall würde normalerweise in die andere Richtung gehen, aber da ich die Papiere falsch aufgeklebt habe und da ja Schriften drauf sind und die alle auf dem Kopf gestanden hätten und meine Stempelmotive auch, also wenn man es falsch macht, dann macht man es richtig falsch, habe ich einfach den ganzen Wasserfall umgedreht und statt nach unten muss ich jetzt nach oben ziehen. Das war die Nummer 2. Hinten habe ich wieder aus den Resten solche Tags gemacht. Also bei den Text, die ich aus den Resten mache, mache ich das immer so, ich beklebe mir das ganze Ding mit doppelseitigem Klebeband und mache dann meine Reste drauf, in allen Richtungen, quer, längs, horizontal, vertikal, wie auch immer. Und alles, was übersteht, schneide ich hinten ab und die Reste bleiben dann an dem doppelseitigen Klebeband kleben. Das ist mein zweiter Effekt, da habe ich also die Kordel statt wie vorne die Banderole, die Kordel unten angeklebt. Und wenn ich diese Kordel hier öffne, dann habe ich diesen Effekt. Also die Karten kennt ihr sicher alle. Diese Pop-up-Panel-Card oder wie sich das nennt. Also die ganzen Effekte, die man normalerweise in irgendwelchen Karten verarbeitet hätte, habe ich mal in diesem Buch verarbeitet. Hier hinten ist wieder eine Fotomatte drin. Also wenn ich jetzt hinten auch noch großartige Effekte gemacht hätte, dann wäre mir das alles wirklich zu dick geworden. Das hätte selbst meine Bindung nicht geschafft. Deshalb habe ich es hinten schlicht gelassen und einfach nur eine Fotomatte reingeschoben. So, hier kommt das dritte. Da hat mir meine Freundin Christine mal solche Brads geschickt mit Werkzeug. Also hier so ein kleiner Hammer. Ich hoffe, ihr seht es. Eine Säge und so ein Schraubenschlüssel. Und ich habe hier unten ein Brad reingemacht, damit es hält und nicht aufploppt. Und den biege ich einfach zusammen und dann kann ich das hier öffnen. Und dann kommt das raus. Und zwar, das habe ich als erstes bei der Claudia gesehen. Die Videos verlinke ich euch unten. Wie ihr das macht, das Papier falten und dann bestempeln und dann da einkleben. Und hinten wieder eine Fotomatte mit Brads. Keine Fotomatte, hinten wieder eine Tasche mit solchen Tags aus Resten. Einfach diagonal draufgeklebt diesmal. Mit einem Eyelet drin oder ohne. Und hier hatte ich in einem Tauschpäckchen so einen schönen Umschlag. Der hat mir hier vom Papier her dazu gepasst. Den habe ich da reingeklebt. Da kann man noch irgendwelche Deko-Sachen zugeben, wenn man das jetzt verschenken möchte, wo derjenige dann nachträglich noch irgendwas dekorieren kann. Das war also einmal das hier, das Gestempelte. Dann einmal diese Panelcard. Der Wasserfall und das zum Rausklappen. Das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch anregen, sowas auch mal zu machen oder vielleicht wenigstens ein Element mal irgendwo so als Aha-Effekt mit einzubauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Wenn nein, dann Daumen runter. Aber schreibt mir bitte auch in die Kommentare, warum. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss.